unsere Oma, die lange Zeit bei uns gelebt hat, ist von uns gegangen. Ihr Zimmer steht nun seit vielen Monaten leer, weswegen wir zusammen mit meinem Mann beschlossen haben, es umzubauen. Mein Mann träumt von einer Werkstatt. Ich wiederum würde gerne ein zweites Bad haben. Ich möchte, dass das neue Bad praktisch und schick ist. So Leute, sorry, dass so lange kein Hausflipper mehr gekommen ist, aber jetzt sind wir ja wieder endlich da. Können wieder Häuser pimpen, ordentlich. Maren hat uns einen Auftrag gegeben, das Zimmer der Oma muss weg, die Werkstatt muss hin, Alter. Aber das Erste, was ich machen muss, ist mich mal um meine eigene Bruchbude hier kümmern, weil es sieht hier aus. Alter, was ist das denn? Hä? Was ist das? LOL, ein Bier, Alter, unnormal. Und was ist das? Ein YouTube-Play-Button. 100.000 Abonnenten, Alter, unnormal. Danke. Danke, Udo. Ja, danke. Wieder raus, ja, bei Prost, ne? Erstmal aufzischen hier, Alter. Oh. Zucker, bleib. Zucker. Ja, danke. Also, Maren. Ich bin Kalle. To the Kalle. Du Schützki. Und ich pimp dein Haus. Und ich pimp mein Haus. Weil ich muss beide pimpen. Gern ein Player, doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher, der Junge pimpt dein Haus. Damn right. He's got to pimp my house. Hallo! Boah! So, weil ganz viele von euch haben auch in den Kommentaren geschrieben, ich soll auch mal mein eigenes Haus ein bisschen aufpimpen. Und das werden wir heute mal machen. Bedeutet, wir haben ja hier unser geiles Verkaufungsgerät. Und damit werden wir die ganze Scheiße erstmal rauskloppen. Erstmal schön entrümpeln, Alter. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, da kriegt man noch ein paar Cent für, ey. Unnormal. 5,85 Euro. Geld fürs Bett. Ganzen Scheiß Poster braucht auch keiner. Wobei, das ist ja schon ganz geil. Alter, das sexy Lady. Ne, ich bin ja auch noch ein bisschen sexy unterwegs, Alter. Alles weg. Tür, Arsch. Blödsinn, Arsch. Scheiße, Arsch. Arsch, Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. Alles Arsch. Laden ist entrümpelt, ne? Das bedeutet, wir können unser kleines Kämmerchen jetzt hier erstmal ein bisschen sanieren, Alter. So, und jetzt müssen wir natürlich mal den Mob in der Hand nehmen und hier natürlich auch ein bisschen reinigen. Auch hier das mit den Fliesen, die sind halt dirty AF, ne? Auch den Garten. Den Garten können wir auch komplett aufmotzen hinterher noch, ne? Da haben wir, also wir haben hier bei Hausflipper TV, da haben wir die aller Ultras GmbH, die hat zu tun. Ich sag's, wie es ist. So, also ich glaube, das Arbeitszimmer wird auch auf dem Klo sein. Ich kacke gerne, Scheißen ist mein Hobby und deswegen werden wir da auch wahrscheinlich da irgendwie was einrichten. Da bin ich fest von überzeugt, Alter. Außerdem muss ja auch mein Büro so ein bisschen repräsentativ für meine Firma sein. Also die aller Ultras GmbH, Alter, die muss ich ja damit nach außen hin präsentieren können. Weißt du, wie ich meine? Und das, da muss hier auch mal echt Money in die Hand genommen werden. Wenn ich mal hier einen Kunden einlade, der muss ja denken, ja, Mann, der Kalle Kuschinski, der hat das voll drauf. Meine Kreation daher natürlich auch mit der Corporate Identity meiner ganzen selbst wird sie jetzt purpurfarbiges Maiglöckchen gepaart mit eisiges Blau geben. Ab dafür. Das Kalle-Kuschinski-Design nimmt auf jeden Fall langsam Form an. Da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Das werden wir gleich ausbessern. Jetzt kommt das eisige Blau aller rein. Neue Fertigkeit. Ja, selbst zu Hause, dann lernen wir noch was. Wir wollen noch ein bisschen schneller streichen auf jeden Fall. Zack, verbessert, Alter. So, das bedeutet, gestrichen haben wir jetzt schon mal. Das bedeutet auch gleichzeitig Ehre genommen. Was? Wenn wir natürlich daran denken, was gehört in ein Büro? Ganz klare Kiste, Kicker-Fußballtisch, hier. Des Weiteren werden wir hier natürlich ein bisschen Entspannungsbereich einbauen, ist doch ganz klar. Bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall noch so eine Casting-Couch oder so. Das ist meine Casting-Couch. Genau da wird geschlafen. Das darf natürlich am Bett nicht fehlen, ihr wisst schon, was kommt. Was soll ich sagen, ich bin im Training, ja? Ich bin im Training. Geht wieder los. So, wir haben jetzt hier erstmal drei Kühlschränke aufgestellt. Das bedeutet natürlich, der Biervorrat muss natürlich immer gesichert sein, Anna. So, hier gibt es erstmal noch ein schönes Bild von einem S. Über den Fab-Rollen haben wir natürlich noch einen kleinen Pokal aufgestellt, weil wir sind ja Fab-Weltmeister. Ja, das ist ein Titel, den haben wir uns in der Jugend dann mal irgendwann... Ja, wir waren jung. Ja.
Ich würde sagen, fürs Erste reicht es hier auf jeden Fall schon mal. Wenn ihr hier noch Tipps habt, wie ich das Ganze noch weiter gestalten kann, gerne her damit. Bedenkt bitte, dass ich noch nicht so viel handwerklich freigeschaltet habe. Bedeutet, wir können das Büro natürlich nach und nach noch erweitern und größer machen und geiler machen. Aber das ist es jetzt erstmal für den Moment. Und ich finde, wenn wir jetzt mal den Vergleich von vorher haben, ist auf jeden Fall schon eindeutig. So, jetzt sind wir bei der Maren hier angekommen, also. Das sieht aber auch nach Oma aus hier, also sorry, Maren. Aber hast du dich hier mal umgeguckt? Kein Wunder, dass dein Mann hier Depressionen bekommt. Das soll es jetzt hier also sein. Also hier, oh, das sieht aber auch wirklich nach Oma aus. Was sollen wir denn hier überhaupt machen? Gegenstände entfernen. 10-mal Gemälde. So, jetzt gib mal her das Geld hier. Zack, alles in meine Tasche. Wir können hier alles verscherbeln. Gib alles her. Gegenstände anbringen. Stuhl, Elan. Das soll ein Männer-Hobbyzimmer werden. Wie alt ist der Mann? Garagenregal. So, haben wir. Standard-Schreibtisch. So, haben wir. So stelle ich mir das vor. Also kann man. Man muss dann halt mal mit der Hand da in die Ecke. Aber Platz sparen ist hier die Devise. Nehmen wir nämlich den Schreibtisch. So, und machen. Du kriegst jetzt hier noch von mir einen auf den Sack. Ich bin dir dein armen Mann. Also wirklich die reinsten Drecksmöbel willst du hier den reinstellen, ne? Der kriegt jetzt hier mal ein bisschen was zu tun. Das sieht doch. Naja, komm, da muss auch noch eine Halogen. Mit einer Halogen wird alles besser. Wenn ihr einen netten Menschen kennenlernt, der aber hässlich ist, Halogen in die Fresse halten. Top notch. Ich sag's, wie es ist. So, mein Lieber, du kriegst hier ein Starterpaket. Das kann sich ja keiner mit angucken. So, mein Lieber, die Fabrollen gehen aufs Haus, ne? Alle Ultras GmbH spendiert mal wieder. Ja, auch die Plakate, ne? Zum Wohlfühlen. So, auch hässlich, ne? Der Teppichkreis ist auch nicht schön. Kriegst aber einen weißen Herbert, falls mal was daneben geht, ne? Verstehen wir uns. Schön unter den Stuhl. Gegenstand anbringt Toilettenpapierhalter. Was? Was? Maren, ich nehme alles zurück. Du lebst es ja auch. Die Fabrolle im Auftrag drinne. Oh, nochmal. Maren, ich habe mich so getäuscht. Du wolltest die Rolle. Du bekommst die Rolle. Komm, wir nehmen noch ein paar mehr. Das muss gefeiert werden. Hier, schön hoch die Laterne. So, da haben wir doch schon ein bisschen was geleistet. Was sollen wir denn noch machen? Modifiziere die Wände. Das soll ein Klo werden. Ach, Maren, ich dachte, du bist ein Ehrenbruder. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Ehre. Wir nehmen mal die schnellere Montage. Dann nehmen wir die runde Einbauwanne. Finde ich mich ein bisschen sexier. Montieren. In die Mutter rein, Abdeckung drauf, fertig ist die Laube. Da steht immer noch, ich soll 2-mal Gemälde entfernen. Dann modifiziere die Wände. Ich weiß überhaupt nicht, was die Frau von mir will. Was meint die mit modifizieren? Ich meine, ich mache schon ordentlich Cash, das ist schon mal nice. Die will wirklich diese Bilder raushaben. Was für ein blöd... Was soll das? Maren! Achso, ich soll hier eine Wand ziehen. Ich soll hier eine Wand ziehen, sicher? Ist so, ne? Wetten? Ja, ich bin schlau. Oh, ich kann hier auch wieder was verbessern. 5 Wände gleichzeitig bauen. Ah, warte mal. Da hat jemand auch in den Kommentaren geschrieben, wie das geht. Ich glaube, ich muss es gedrückt halten. Auf dem Boden. Nee. Also, wenn ihr wisst, wie man mehrere Wände gleichzeitig baut, let me know. Dieses Zimmer ist das von Maren. Hier will sie kacken und so. Das heißt, sie kriegt auch richtig beschissenes Zimmer von mir. Ach, hier will sie die scheiß Kreisteppiche. Scheiße. Schnell rüber. Schnell. Thorsten, Herbert, wie auch immer du heißt. Ich erlöse dich von dieser Hässlichkeit, Alter. So, Toilettenpapierhalter. Ich bin immer noch enttäuscht. Ich hatte so viel Hoffnung. Aber dafür, hier kommt ja das Klo hin. Lass ich dich immer quer durch den Raum laufen. Da gehst du einmal rüber mit deiner Kacke am Arsch. Ist mir egal. Hier, kriegst du ein Scheißhaus. Bitte. Achso, es muss noch montiert werden. Alter, wir machen aber ordentlich Money, ne? Guck mal aufs Konto. Ja, die Montage, die macht's, glaube ich, hier ein bisschen, ne? So, Löcher aufdrehen und zuschrauben, das muss man auch erstmal können. Das kann nicht jeder. Das kann nur ein Kalle Kuschinski von der Alle Ultras GmbH so ins Gesicht, meinst du gesagt, jetzt mal. So. So, das hätten wir. Wir hätten jetzt quasi alle Aufgaben gelöst, Alter. Wir lassen dir das hier so hässlich, wie es hier ist, Maren. Das sieht sogar fast geil aus. Da kannst du sogar Danke sagen. Und hier machen wir jetzt nochmal eben schön. Der arme Mann. Der hat nicht mal einen Lichtschalter. Die Frau wollte den jetzt hier ohne Lichtschalter drin sitzen lassen. Das kann die doch nicht ernst meinen. So, der kommt jetzt hier ran. Zack, Licht geht an. Und du kriegst die Bilder jetzt zurück, die Frau. Wir lassen uns eh gleich von der bezahlen. Geil. So, hier haben wir noch Platz. Und falls die Frau dir mal blöd kommt und du das Gefühl hast, Junge, jetzt reicht es, kriegst du hier über deinem Feng Shui noch ein schönes Maschinengewehr auf Greifebene, ne? Kannst du natürlich direkt abholen. Wir müssen hier mal eben streichen. Das ist mir hier alles, weiß ich nicht. Herbert, ich merk schon, dein Eheleben ist nicht so einfach. Deswegen kriegst du meine absolute Lieblingsfarbe an die Wand. Ein schönes Nachtblau. Du hast es dir verdient. Und du kriegst noch mehr. Das war noch nicht alles, Herbert!
So, das hätten wir. Nachtblau ist jetzt installiert hier an die Wand. So, die Kackuhr, die wird jetzt hier entfernt. Die schmeißen wir jetzt rüber da zu der anderen Troller. So, kannst du immer gucken, wie lange du kackst, Alter. Denn Herbert, das Einzige, was dich interessiert ist, wann gibt's das nächste Bier? So, Herbert, nicht wundern, das sind keine Dixi-Klos. Nein, das sind 7 astreine Kühlschränke. Da kannst du richtig schön reinkloppen, die schön mit Bier voll pumpen und du kriegst noch ein Special Element dazu. Hier haben wir dir eine schöne Tafel noch hingehangen. Das ist ein Fernseher, nicht wundern. Den kannst du dann noch so einstellen, dass er dann auch passt. Und da kannst du dir hier immer schön anzeigen lassen, wie viel Bier in welchem Kühlschrank noch drin ist. Weil in den Kühlschränken sind natürlich Sensoren drin. Da musst du nicht immer überlegen, oh, in 3 sind noch 1000 Bier oder was oder wie. Das steht alles auf dem Fernseher. Geht aufs Haus. Ich merke ja, wir müssen uns um dich kümmern, Herbert. Sie läuft so nicht weiter. So, damit die Truller dir nicht immer in die Quere kommt, ja, denkt sie vielleicht, oh, ich geh mal zu Herbert und guck mal, was der so macht, Alter. Nee, da ist hier erstmal Danger Zone. Fallout Shelter, Alter. Ja, da hast du hier eine schöne Panzertour. Da geht die Alte dir auch nicht auf den Sack. So, dann kommst du hier rein, hast du deine Bierliste, denkst du, jo, aus welchem Kanister trinke ich heute? Ehre, kannst du natürlich auch verschieden befüllen. Muss ja nicht nur Bier sein. Geht doch mal ein Gin Tonic, ne? Unnormal. Kannst du mal alles ein bisschen durchmixen. So, jetzt würde ich sagen, wir sind auch schon fast fertig. Will die mich verarschen? Die will wirklich, dass ich diese Bilder entferne. Alles klar. Also, wenn sie dir zu nahe kommt, Herbert, ruf mich an. Ruf deine Jungs an. Knallt die Alte weg. Die hat's verdient. Ansonsten würde ich sagen, war's mal wieder eine Runde Hausflipper für euch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gern ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns nächste Folge wieder. Haut rein. Tschüss.